Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Stufe 10 Gefecht in der Montana. Mama, habe ich jetzt auch Montana gesagt. Von Bulldozer 28 eingesendet. Ja, ist nicht ganz, also es ist schon ein Stufe 10 Gefecht. Das ist aber halt ein Stufe 10 Gefecht mit weniger Möglichkeit zum Glänzen, weil es sind halt weniger Trefferpunkte im Spiel, es sind weniger Basic XP im Spiel. Ihr wisst, wenn man ein Stufe 10 Schiff ist, mache ich kurz da. Mal Looky Looky machen, das ist diese Bronzetarnung, die habe ich mir jetzt auch mal angesehen, ich finde die mega hässlich, aber naja, Geschmackssache, Geschmackssache. Immer recht entscheiden, wirkt sie schon, wie sie wirkt, bitte Prädikat, ich meine, Adjektiv einsetzen, ne? So, was ich sagen wollte ist, Stufe 10 auf Stufe 8 Schiff schießen, Schaden wird immer in der Statistik angegeben, wie gefällt, wie es halt ist, aber B und Credits Verringerung. Haben einen Malus. Auf Stufe 9 auch natürlich. Und wenn man auf ein Schiff schießt, das eine höhere Stufe hat, bekommt man einen Bonus. Ja, man kämpft ja quasi mit einem Schiff, das für eine andere Stufe konzipiert worden ist, gegen ein Schiff, das etwas höher ist und natürlich auch eine höhere Kampfkraft besitzt. So, die Karte. Schauen wir uns einmal die Teamzusammensetzung an. Kleber, Shimakaze, Kit, ja gut, das BB-Spinnefeind sind natürlich Flugzeugträger. Und auch Torpedo-DDs, natürlich manchmal auch andere DDs, die richtig arschig hier sind. Allerdings, ja, Shimakaze, Torpedos tun weh. Leber, das geht. Haben wir hier was drauf? Ne. John Bart, Yamato, Grosso Kurfürst, Montana, die Parsewahl auf Stufe 8. Das könnte ein Problem sein, aber für eine Montana normalerweise nicht. Die Torpedos machen zu wenig Schaden. Die AP-Bomben, vielleicht, wir werden es sehen, wie wir uns hier positionieren. So, hier werden schon erste liebevolle Granaten ausgetauscht. Das sind die Begrüßungsgranaten mit Sicherheit von Montana und auch von John Bart in diese Richtung. Schaden minimal. Direkt mal schon eine Viertelmillion getankt. Da bin ich gespannt. Wir haben hier ein stufenweises Reinzielen von Bulldozer. Solange es fürs Ansehen nicht so extrem ist, ist kein Problem. Deswegen bevorzuge teilweise Schlachtschiff-Replays aus diesen Gründen. Es werden auch extrem viele Schlachtschiff-Replays eingesendet. Übrigens haben wir hier den Feindbeschuss an. Immer wenn etwas über 6 Kilometer... Immer wenn irgendetwas über 6 Kilometer auf Bulldozer schießt, bekommt er eine Warnung. Das ist quasi die günstige Alternative, weil ich glaube, bei Schlachtschiffen kostet es 2 Punkte, oder? Günstige Alternative zu, wie viele Schiffe einen gerade anzielen. Es wirkt nicht um... herauslesen zu können, ob ein DD auf einen Torp wegen mal kurz aktiviert. Oh, ist die schon Bart da oder ist das mit der Perspektive ein bisschen falsch? Nimmt sie den hinteren mit? Seht ihr da? Kommt da was an? Ne, leider nein. Er führt zu weit hinten. Naja, schade. Das wäre es gewesen, wenn die Shimakaze hier direkt fette Beute mit Admiral Lu Chen gemacht hätte. Vielleicht fällt da noch einer weg. Die Monty möchte, die beeilt sich noch, die dreht zwar raus, aber da hat die schon Bart aufgemacht. Komm, nimm ein paar mit. Da auch unsere Salve. Oh, schöne Zitterelle hier. Übrigens schon bei 1,2 Millionen getankt. Gefährliche Situation hier für Bulldozer. Die Karte ist winzig. Und mit winzig meine ich immer Karten, in der man in der Mitte positioniert ist und dann die ganze Karte überschießen kann. 24 Kilometer, das ist lächerlich. Ja, Stufe 10, die leichteste Übung, wenn es jetzt nicht gerade ein italienisches Schlachtschiff ist. Und selbst dann ist es auch nicht so wild. Das sind übrigens Hammersalben hier, 12.000, Zitadellen, 17.000 und so weiter. Selbst italienische Schlachtschiffe können hier diesen Schiffen gefährlich werden. Flankieren ist hier nicht... wenn ein Schlachtschiff wie hier bei Bulldozer mittig positioniert ist. Oh, oh, auf die Edinburgh wäre schon geil. Die wäre jetzt einfacher. Ja, er bleibt stehen. Weiß nicht, vielleicht einen halben Meter weiter nach vorne. Nee, aber es wird gut sein, er wird abbremsen. Man bremst schnell ab, wenn man den Rückwärtsgang reinlegt. Und das soll es jetzt eigentlich gewesen sein für die Edinburgh. Ja, unglücklich. Ja, vielleicht wäre es auch einen Zentimeter weiter nach links, nach vorne. Man weiß nicht genau, wo er steht. Mit mittiger Positionierung kommt es natürlich einher, dass man auch leichter beschossen wird. Dementsprechend muss man sich so positionieren, dass man nicht daueroffen ist. Das fällt natürlich flach, sobald ein CV mit drin ist.
V-Deck dann immer auf. Man muss einfach hoffen, dass der Gegner andere Schiffe präferiert, was den Beschuss betrifft. Es wird dann schwierig, das bedeutet, unsere eigenen Schiffe sind dann noch schlechter positioniert. Wir zeigen hier zum Beispiel mega breit. So breit wie die Buffalo zeigen wir der großen Kurfürst breit. Alter, ja, das war's jetzt aber komplett. Das, ja, würde schon sagen. Wenn das Ding überlebt, dann muss man vom Schlachtschiff-Glauben abfallen. Ja, 1,8 Millionen getankt. Jeder Schaden, den ihr rausnehmt, also den ihr abnehmt, wird nicht euren Freunden widerfahren. Dementsprechend ein Einstecken für Steam, wie es so schön heißt. Schaut euch das an. Ein Schlachtschiff, das auf der G-Linie sitzt, das ist 5 Kilometer vom Cap entfernt, das ist immer selten. Ja, ich sage nicht, dass man das immer machen muss. Ich sage auch, man darf das nicht gleich zu Beginn machen. Aber wenn es das Spiel erlaubt und wenn es die Karte erlaubt, dann ist das, was ein Schlachtschiff tanken kann, fast wichtiger als das, was ein Schlachtschiff an Schaden machen kann. Wobei der Schaden hier natürlich auch enorm ist, was man sieht. Ja, der Gegner, der provoziert es auch. Kleine Karte, schwierig zu spielen. Schaut doch an, wo die Yamato hier sitzt mit 97.200. Relativ unnötig. Unsere Jean-Louis kommt hier so weit nach vorne, weil Bulldozer in seiner Montana sicherlich auch einen Teil beiträgt. Die Jean-Bart schießt mit Hai auf uns, oder? Ah, mit AP auf die Otschakow, ja gut. Oder? Nein, mit Hai auf uns. Mit AP auf uns, das ist ja noch besser. Jetzt hat die Jean-Bart erst die Edinburgh, die hier nach vorne pusht, oder die Jean-Louis entdeckt. Wie gesagt, wichtig. Wichtig, wichtig. Und auch wenn das Reinziehen nicht jedermanns Sache ist, ich glaube, ihr seid mit mir einer Meinung, dass mit dieser langsamen Art und Weise, wie es Bulldozer macht, das überhaupt kein Problem ist. Earring hat jetzt leider die Parseval geschmeckt, die Edinburgh hat die Kitte aber erledigt, das war auch wichtig, somit ist nur noch ein DD da. Ein DD, der kein wirklicher Torpedo-DD ist, sondern ein Gun-DD mit schlechtem Concealment, nämlich die Kleber. Das ist weitaus praktikabler, auch einfacher zum auch mal aufmachen für ein CV. Die Schoki könnte ihn ruhig rausjagen und auch die Kit hat hier noch fette Beute gemacht mit den Gans, den Frisch, den Großen, der hier in unserem großen Kurfürst in CD eine Gefahr darstellen hätte können. Hätte können, ne, mit der Sekundärartillerie aber nun nicht mehr so weit ist. Und der große Kurfürst hier, Sorted UK, der Salve um Salve nichts draus lernt. Er zeigt einfach zu viel Breitseite. Er müsste so stehen wie die Jean-Bart, aber auch die Jean-Bart wird jetzt vom großen Kurfürsten in C8 so langsam, aber ganz, ganz sicher unter Druck gesetzt. Wie heißt das Lied? Under Pressure. Also, ich kann es nicht so hübsch und so schön, ne? Aber ich glaube, ihr kennt oder habt es erkannt, was hier jetzt gleich passiert. Breitseitenfeuer für die Jean-Bart. Da schon die erste Salve. 46.000 hat sie noch. Torpedos unterwegs. Das Team wird zusammengeballert. Wenn man auf so einer kleinen Karte nichts den Willen hat, eine Flanken zu schützen, dann wird man ziemlich zackig von allen Seiten zusammengeschossen. Hier sehen wir eine Conqueror, die das auch machen möchte. Auf der E8-Linie fährt hoch. Große Kurfürst macht das noch. Und die Kit wird, sobald sie dazu in der Lage ist, Torpedos setzen. Bulldozer hält alleine die Mitte, damit dem Gegner es nicht erlaubt wird, Breitseite zu zeigen. Obwohl es die Montana hier macht, die Umpositionierung hier der Montana. Die könnte so extrem bestraft werden. Aber leider ist unsere Pommern und die Alsace ein Stückchen weit hinten. Ja, es ist schwierig. Auf der Seite war viel. Sie haben sich weit zurückgezogen. Einmal kurz einen Wink nach dieser Salve, die zu kurz gezielt war auf die Kleber. Wie sie denn aussehen? Pommern 30.000, Alsace 65.000. Ja, hätte ein bisschen mehr nehmen können. Aber allerdings, bei einer Alsace ist es schwierig. Ja, mit 30, 32 mm Panzerung rundherum. Penetrationen frisst die gerne. Zitadellen ist wieder eine andere Geschichte. Und jetzt wird es auch für unseren Monty, für Bulldozer ein bisschen schwierig. Die Yamato Flores. Oder Flores. Die schaut schon ganz gierig. Die schaut schon ganz gierig. Den einen Torpedo wollen wir nicht. Und ja, schön. Endlich die Edinburgh, die vorher schon bestraft werden hätte können. Da die Pommern ist immer noch weit drin. Das ist jetzt übrigens ein Fehler von Pommern und Alsace.
Nein, sie dürfen nicht in die Mitte fahren. Das ist der Fehler, den auch der Gegner gemacht hat. Nicht alle auf eine Seite. Die müssten 45 Grad links. Wir müssten jetzt Richtung G1 fahren, um Yamato, um Montana in die Breitseite zu kommen, um die Parseval rauszuschießen, die sich mit Sicherheit hier versteckt, weil sie das Wissen über die Positionen der Gegner hat. Und immer wenn es geht, solche Kreuzer fokussen. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und das, was Pommern und Assas und Dodzhakov hier den großen Fehler machen, das, was viele Leute nicht sehen, versucht jetzt Bulldozer zu erledigen. Eine Yamato Bo-On ist schwierig. Wenn alle nach rechts fahren, dann kann sie rückwärts und für sich links eindrehen fahren, um dann Bo-On zu stehen, auch zum großen Kurfürsten. Mit der Möglichkeit hier, dass Bulldozer nach links außen fährt, kann sie nicht anwinkeln gegen den großen Kurfürsten und gegen den Conqueror. Gut, er schießt eh nur Haie, ne? Wir zeigen dafür aber aggressiv Breitseite. 4 Millionen potenziellen Schaden. 4. Yamato muss jetzt noch harter rechts einschlagen und nach vorne fahren. Ansonsten bekommt sie es von ihrer linken Seite, von hier aus gesehen, rechts den Beschuss. Und wir kommen in die Position, die Yamato zu finishen. Mit einer eleganten Salve. 2, dreifach Zita, 3 Penetrationen. Das reicht. Allerdings muss man auch sagen, sie muss was machen, die Yamato. Sie kann auch nicht mehr so stehen. Aber das soll es eigentlich gewesen sein. Wunderbar. Wunderschön. 191.000, aber schaut euch das an. 4 Millionen potenziellen Schaden. Was allein da an Beschuss am Bulldozer runtergekommen ist. Und jetzt kommt die Parseval an. Natürlich, jetzt wird es ein bisschen kritischer. Ihr seht schon die zerstörten Anti-Air-Geschütze. Dennoch 2-3 Flugzeuge im Anflug. 4-5 bei Abflug. Natürlich gedroppt, aber die Torpedos direkt in den Torpedobelt der Montana sind nicht so krass, als wenn Bug und Heck getroffen werden wird, weil da gibt es halt keinen Torpedoschutz. Also null, das bedeutet, der volle Schaden geht durch, solange nicht gesättigt ist. Und auch hier der zweite Fehler der Amalfi. Ja, sie hat beim Anfahren hier unbedingt noch die Torpedos anbringen wollen. Die Flutung ist drin, wurde wahrscheinlich vorne getroffen. Ist schön und gut, aber immer wieder Arsch raus. Das tut nicht gut. Ne? Wer es in den Arsch will, der steckt den Arsch raus. Heißt es immer schön. Der World of Warships-Krieger, wo ich herkomme. Und hätten wir nicht die gesamte Salve abgegeben auf die Amalfi, könnten wir hier tatsächlich noch die Parseval erledigen. Aber macht nichts. Adrenalinrausch mit 20.000. Der kickt rein. Leider hat hier der andere Schlachter reingehauen. 202.000. Ohne Frage. Ein herausragendes Ergebnis, wie immer. 8 Zitadellen. 4 zerstört. Knapp am Kraken vorbei. Aber Teamwertung 2316. Carry. Nicht nur wegen dem Basic Spear, sondern allein wegen der Positionierung. Der ausführliche Bericht wird jetzt das Interessanteste sein, dass nur AP geschossen wurde, das haben wir gesehen. 201.000 sind super. Ja, wir haben ein paar Flugzeuge abgeschossen. Insgesamt sind es tatsächlich 11, 20 Stück. Ich glaube, 30 Flugzeuge zählen wie ein Kill. Mit, also generell mit Gesamtschaden. Was aber ziemlich krass ist, wir haben 4.261.000 potenziellen Schaden erledigt. Bekommen. In einem Gefecht, das nur 12 Minuten gedauert hat. Und dabei haben wir 147.000 Trefferpunkte getankt. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ja, wenn ich 20 Minuten in einem Gefecht bin und 4 Millionen potenziellen Schaden tanke, dann kann ich theoretisch auch noch ein bisschen mehr hier einen erlittenen Schaden rausholen. Geht das volle, das wäre natürlich ideal. Es kommt darauf an, wie man positioniert ist, ob man Zitadellen bekommt, die man nicht so gut heilen kann. Penetrationen heilt man zu 33% oder zu 50%. Muss ich nochmal nachschauen, ich glaube zu 30%. Overpenetrations oder Brände heilt man komplett. So, Overpenetrations ist gleich wie Hands, wenn es mich nicht täuscht. Also heilen und Schaden machen in einem anderen Verhältnis. In 11 Minuten ist 4,2 Millionen aber sehr, sehr krass. Und die 147.000 finde ich sind auch stark, weil es sind 50.000 über der Montana HP. Bisschen mehr als 150% wurde hier hingehalten. Und das bedeutet, er muss sich in den 12 Minuten so positioniert haben, wie manche Schiffe, vor allem Schlachtschiffe, sich in 20 Minuten teilweise nicht positionieren. Gut. Mittlere Position bedeutet höherer Beschuss, aber man muss es halt auch überleben. Es ist eine wohldosierte Überlegung zwischen aggressiver Positionierung und defensiver Schadensvermeidung.
Das hört sich jetzt mega hochgestochen an. Manchmal ergibt sich einfach so, wie der Feind und wie man selbst fährt. Aber manchmal wird auch sehr viel nachgedacht, wie man sich am besten positioniert, wenn der Feind sich so und so bewegt, wo die Inseln sind, die einen decken. Hält meine linke Seite durch, weil wenn der Gegner overextended, schießt er mir in die Flanke, wie es eben hier passiert ist, wo Conqueror und großer Kurfürst über die rechte Seite ganz nach oben gekommen sind, die Yamato abdrehen musste, dass die Jean-Bart kassiert hat, sich nicht gegen alles anwinkeln kann. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, ein Schlachtschiff, das viel tankt, das gut Schaden auch reparieren kann, ist gut gespielt, weil diese zwei Indikatoren beweisen eins, dass sich wohl überlegt positioniert worden ist. Ein Schlachtschiff, das nur 4 Millionen tankt und nur ihre HP oder seine HP an Schaden, also an Treffern kassiert hat, bedeutet, er ist sehr, sehr schnell in kurzer Zeit gestorben. Das sieht man zum Beispiel auch bei einer Yamato, die die ersten 10 Minuten hinten rumsteht und dann Yolo reinfährt, um zu verrecken, bis der eine aber Full HP hatte. Die kommt dann mit 110.000 erlittenem Schaden aus dem Gefecht, also Gesamt-HP und einen Heal, weil mehr kann sie nicht einsetzen. Ein Schlachtschiff, das nur 50.000 hatte, also erlittenen Schaden hat und 4 Millionen potenziellen Schaden, das bedeutet im Umkehrschluss, er hatte die Zeit, so und so viele Heals einzusetzen und hat über diese Zeit den potenziellen Schaden gesammelt. Und das ist halt weitaus teamdienlicher als ersteres, was genannt worden ist, zum Beispiel mit einer Yamato. Hier seht ihr den Kapitän. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden, Bulldozer, vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.